Well, it's time on the tradition to get enough nutrition. Stay alive until you die, and that is the end of you. And I pity the fools who don't recognize the rules. You cannot cheat the reapers, reap, and that is the end of that. That is the end of that. That is the end of that. That's the end of that. The end of that. That is the end of that. That is the end of that. Sorry Fritz, wir haben hier eine Suzuki Hayabusa. Was weißt du dazu zu sagen? Das ist ein Sporttourenmodell, das eigentlich der erfahrene Dörffahrer anspricht. Das ist eine Rennsporttechnik, ist da verwendet worden, um enormes Durchzugsverhalten, ein Rahmen, der sich fahren lässt, eine enge Kurve, super stabiles Fahrwerk, hat 175 PS und ist leistungsmässig auf diesen Moment kommt. Also der Dörf hat nicht einfach nur PS oben ihm zur Verfügung gibt. Er hat ein schönes Drehmoment, wo man sehr gut zu zweit fahren kann, Schaltzug fahren kann. Hat irgendwie in jedem Gang enorm Platz zur Verfügung. Also man muss nicht schalten die ganze Zeit. Bremsen, Rahmen, ist alles irgendwie ein bisschen vom Rennsport übernommen worden. Hat ein bisschen mehr Gewicht, aber man merkt das nicht zum Fahren. Das letzte Jahr für die Hayabusa jetzt? Das wird im 07 wird es sehr wahrscheinlich das letzte Jahr sein. Es wird auch in dieser Art das letzte Modell sein. Es wird auch eine andere Form haben mit einem Motor, der ein bisschen mehr Kubik hat. Leistungsmässig wissen wir noch nicht. Technische Info haben wir noch nicht. Wir wissen einfach, dass auf das 08 ein neues Modell erscheinen. Und wie sieht es aus mit den Käufern? Sind sie relativ zufrieden mit dem Modell? Mit dem 07er oder dem 06er? Jetzt bei uns in der Kundschaft ist es so, dass man eigentlich mehr die ältere Käuferschicht angesprochen hat. Also es ist mehr der Dörffahrer ab 35 und wo auch viel zu zweit fahren, aber gleich noch etwas Sportliches will. Und er ist servicefreundlich. Ich habe ein enormes gutes Echo. Es sind auch die Käufer, die so eine Hayabusa kaufen. Das sind nicht die, die alle Jahre wechseln. Wir haben Hayabusa-Kunden, die das erste Modell heute noch fahren und nichts anderes daneben haben. Also das spricht schon für das Motorrad. Okay. Gut. Merci, Fritz. Bitte.